Da sind sie jetzt. Wahnsinn. Emily Kusche und Flora Littimann. Alter Schwede, ja. Ihr habt es echt geschafft, mich als gestandenen Mann zum Heulen zu bringen. Und ich musste ganz schnell aus dem Kino raus, weil ich ja zum Interview musste. Und der Film ist irgendwie gefühlt vor 20 Minuten zu Ende gegangen. Und ich dachte mir, scheiße, ich kann jetzt nicht rausgehen. Mir laufen die Tränen runter. Ich kann jetzt nicht rausgehen. Ja, und dann ich ja so raus, wie so, als würden die Paparazzi da irgendwie vor mir stehen. Ich meine, wirklich, also ganz großes Kompliment, also was ihr da wirklich für eine emotionale Wucht irgendwie da geleistet habt. Ich meine, woher nehmt ihr das alles, diese gesamte Emotionalität und vor allen Dingen auch diese Glaubhaftigkeit, das so rüberzubringen? Naja, also erstens sind wir jetzt wirklich gerade in dem Alter von den Mädchen und wir haben uns einfach so unfassbar doll mit diesen Rollen beschäftigt. Lange vor dem Dreh haben wir uns versucht, wirklich in diese Person reinzuversetzen, was sie erlebt haben, was die Vergangenheit von diesen zwei Mädchen ist. Vor allem bei Jamila ist die Vergangenheit ja wirklich sehr hart. Und dann haben wir teilweise auch versucht, vielleicht eigene Erlebnisse, die wir nicht so schön fanden, so ein bisschen mit reinzubringen. Das hat einem einfach geholfen, dann diese Emotion vielleicht noch stärker rüberzubringen. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also wir hatten auch einen Coach, der uns bei allem geholfen hat und uns richtig geholfen hat, auf die Rollen vorzubereiten und sowas. Und dann hat das viel besser funktioniert. Und ich glaube, das war einfach alles so eine Frage der Vorbereitungszeit und wie man sich dann in die Rolle eingefunden hat. Aber es ist ja nun wirklich schon so, dass ihr also hier das wirklich so toll spielt, als wäre es wirklich euch passiert. Und man sich eigentlich sagt, ihr seid doch noch so jung. Also woher kommt so diese ganze Schauspielpower? Also ich meine, habt ihr da irgendwie für trainiert? Du bist, glaube ich, seit dem 7. Lebensjahr schon vor der Kamera. Aber wie bereitet ihr euch darauf vor? Also habt ihr Trainings genommen oder ist das einfach im Endeffekt, dass ihr einfach nur versucht, euch reinzuversetzen, eben in dem Alter? Und dann kommt das an. Ja, ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt persönlich kein Training. Wir hatten aber, wie gesagt, dieses Coaching und wir konnten Fragen stellen. Und am Ende waren wir so vertraut mit unserer eigenen Rolle, dass das dann eigentlich, glaube ich, so von selbst gekommen ist. Ich glaube, das ist dieses Wichtigste, dass es einfach so von selbst kommt und man es jetzt gar nicht so aufzwingen will oder trainiert oder so. Ja, ich glaube, alle denken auch immer, es ist so, man lernt die Szene und wenn es eine traurige Szene ist, muss man sich dann richtig probieren, traurig zu sein und den Text auch noch richtig zu spielen und so. Aber eigentlich geht es überhaupt nicht darum, quasi den Text oder so richtig zu sagen und zu spielen, sondern man muss eigentlich einfach wirklich vor der Szene sich richtig in die Rolle einfinden und wirklich denken, man ist diese Person und sich bewusst sein, was alles vorher passiert ist und was die Person für ein Leben hat, wie die Umstände sind und sowas. Und dann passiert das Spielen, wenn du wirklich in der Person drin bist, automatisch, weil man automatisch dann quasi so denkt und handelt, wie man handeln würde, wenn man diese Person ist. Und deshalb war es dann alles, glaube ich, ein bisschen einfacher. Jamila und Nini sind ja echt krass drauf. Alter Schwede, ich meine, inwieweit könnt ihr euch jetzt auch aus eurem eigenen Leben mit den beiden identifizieren? Also ich meine auch mal so ein bisschen so Scheiße bauen, wie es ja so schön heißt im Film irgendwie. Also inwieweit habt ihr sowas schon mal gemacht oder halt eben auch so über die Stränge geschlagen, Alkohol trinken, Maracuja-Saft mit Weinbrand und Milch und so? Also ich glaube, dass wir wirklich gerade in so einem Alter sind, wo sowas auf jeden Fall Thema ist. Also generell auf Partys gehen, selber Partys vielleicht schmeißen, kommt auf jeden Fall vor. Oder auch das Thema Entjungfern und erster Sex und so ist auf jeden Fall auch Thema. Aber es gibt natürlich auch krassere Sachen, wie zum Beispiel jetzt wirklich auf den Strich gehen oder ungewollte Schwangerschaft und sowas ist, glaube ich, uns noch fremd. Ja, also ich glaube, es ist alles so dargestellt, so, dass wir über alles schon mal nachgedacht haben und vielleicht manche Sachen auch schon gemacht haben, so, aber nicht so ausgeweitet und übertrieben, sage ich mal, wie Nini und Jamila. Die leben ja auch in einer ganz anderen Lebenssituation als wir, also zum Beispiel, wir haben beide ein ziemlich gutes Familienverhältnis oder so, was bei den beiden einfach total fehlt. Und einfach, alles ist einfach ganz anders. Die leben so anders, deshalb machen sie natürlich auch andere Sachen als wir. Ja. Und was auch wirklich sehr, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich eine große Herausforderung war. Man sieht ja auch wirklich sehr viel Haut von euch. Wenn man viele Sachen nicht sieht, aber man sieht wirklich sehr viel Haut. Und du hast ja, egal auch wenn du sozusagen gewisse Körperteile nicht zeigst, du hast ja immer ein Filmteam von 20, 25 Leuten um euch herum. Also wie schwer war das für euch? Oder auch vielleicht sogar auch viel, wie einfach ist es euch gefallen, wenn ihr jetzt sozusagen in einer ganz anderen Generation seid, eben diese Szenen zu drehen? Zum Beispiel mit diesem Rosenzauber irgendwie auf dem Spielplatz oder irgendwie auch diese ganzen anderen Szenen, wo halt eben dann schon irgendwie dann der Freund von euch dann im Film dann auch schon ein bisschen irgendwie da kuschelt. Also erstens hatten wir auch Nacktdubel, die in schwierigen, in wirklich brenzligen Situationen dann da waren sozusagen, dass wir das nicht selber machen mussten. Aber wir waren auch schon an so einem Punkt, wo wir sehr vertraut mit dem Team waren. Wir hatten schon lange mit dem Team gedreht.
Und ich glaube, das war dann, klar hatte man Bammel und war aufgeregt, aber ich glaube, im Endeffekt war es eher eine geile Erfahrung, mal nackt auf einer Wiese zu tanzen, und es wurde ja wirklich drauf geachtet. Also wir haben uns nie unwohl gefühlt und wir hätten auch jederzeit sagen können, dass wir das nicht möchten oder so. Also es war überhaupt nicht schlimm, ich habe mich eher drauf gefreut. Ja, das hätte jetzt nichts anderes sagen können. Also so, es war halt wirklich für mich halt eine ganz wichtige Sache, dass wir einfach wirklich, dass jetzt nicht gleich die erste Szene ist oder so, sondern dass man wirklich Zeit mit dem Team verbracht hat, mit den Leuten vertraut war, und das war halt total da am Ende. Und zum Beispiel die Rosenszene haben wir auch ziemlich zum Ende gedreht, ich glaube in der letzten Woche oder so, und deshalb war das überhaupt nicht das Problem mit dem Team, die haben uns alle voll unterstützt und so. Auf jeden Fall ist Tigermilch, und das macht es auch wirklich so besonders, nicht nur, weil es das Prädikat besonders wertvoll bekommen hat, sondern es ist für mich einer der besten deutschen Filme dieses Jahr. Ich würde sogar sagen, nach Rock My Heart, der für mich momentan der Favorit ist, direkt dahinter. Also ganz knapp gefolgt, eben wegen dem tollen Schauspiel, wegen dieser Lebensnähe, die da halt eben drin ist. Was kam da bisher zurück? Also merkt ihr schon, dass da jetzt so ein Boom kommt von eben Anfragen, Presse und so weiter, weil die jetzt eben alle sagen, hey, Moment mal, wer sind denn die beiden? Das sind so zwei neue Shootingstars. Ja, also ich bin ja das war ja erst meine erste große Hauptrolle, also so richtig einschätzen kann ich das noch gar nicht, aber ich glaube einfach auch, weil der wird bei Jugendlichen wirklich super ankommen und so. Und klar gibt es immer Kritiken, wie zum Beispiel, dass da zu viele Themen drin sind, dass das einfach zu viel ist, aber es kommt auch positives Feedback und ich glaube, das wird gut. Also ehrlich gesagt achte ich da selber nicht so wirklich drauf mit sowas jetzt für Anfragen oder was weiß ich, weil klar, jetzt startet Tiger mich gerade, deshalb ist gerade halt so ein bisschen viel, aber ich glaube, dann ist das ganz normal wieder. Also ich glaube nicht, dass dann groß irgendwie was anders ist als sonst. Was ich auch sehr interessant finde, das Thema Abschiebung, was ja momentan wirklich sehr aktuell ist. Es gab ja diesen Fall mit dem Mädel aus NRW, Bifsi, habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie in den Zeitungen gelesen. Das ist ja quasi auch genau so ein Fall. Weißt du, da wird ja Mädel in Anführungszeichen fast aus der Schule rausgeholt und in ein Land irgendwie geschickt, zu dem sie überhaupt gar keinen Bezug hat. Wie sehr war das sozusagen auch vielleicht sogar eine Herzenssache, auch mal sowas zur Sprache zu bringen, jetzt eben in einem großen Film, wo man euch eben auch zuguckt? Naja, es ist auf jeden Fall was total Extremes, weil man, wie gesagt, das so mitbekommt mit den Flüchtlingen, einfach durch Medien und so. Aber das ist ja wirklich nochmal eine harte Nummer dann einfach, dass es wirklich so Realität ist, dass sie dann einfach abgeschoben wird. Und das fand ich wirklich echt extrem und hatte ich so auch noch nicht mitbekommen. Das war ganz schön hart. Ja, ich fand es auch, also bevor wir den Film gedreht haben, habe ich noch nie sowas selbst mitbekommen, dass jemand abgeschoben wurde von meinen Freunden oder Leuten, wo ich es in der Zeitung gelesen habe oder so. Aber dann, als das passiert ist mit den Mädchen aus NRW da, ich habe mich irgendwie sofort irgendwie so verbunden gefühlt oder so, weil wir uns richtig lange halt mit diesem Thema so beschäftigt haben und dann, ich glaube, dass beide voll nachfühlen konnten und wirklich, also mich hat das auch irgendwie so schockiert, weil ich immer dachte so, ja, natürlich haben wir was mitbekommen damals, dass Leute abgeschoben werden, aber man hat das nie so erlebt und dachte immer so, eigentlich ist das weit weg so, und dann war es auf einmal wirklich da und so aktuell, und irgendwie hat mich das irgendwie voll schockiert so. Also ich fand es richtig krass, weil wir, glaube ich, beide wissen, wie es sich so, also nicht total, aber wie es sich so ein bisschen anfühlt, einfach weil wir uns quasi auch so gefühlt haben, zwar nicht richtig, aber uns so damit beschäftigt haben, dass wir wirklich in der Rolle drin sind und so, und dann kann ich schon verstehen, dass es halt richtig schlimm ist, und deswegen habe ich mich sofort irgendwie voll damit verbunden gefühlt oder so, ich weiß nicht. Ja. Habt ihr auch noch was Witziges beim Dreh erlebt? Meistens ist es sogar bei so einer großen Filmproduktion, passieren ja auch kuriose Sachen so im Hintergrund, die man gar nicht auf der Leinwand sieht. Also gibt es da noch so ein paar nette Anekdoten vielleicht, so Dinge, die mal lustig waren oder daneben gegangen sind? Also zum Beispiel in der Krankenhausszene, da hatten wir mal so einen Koffer und wir hatten so ein Fake-Baby von der Familie von dem Amir. Und dieses Baby war halt ziemlich creepy, weil es war wirklich nur so eine Puppe und mit großen Augen und so. Und Puppen sind eh gruselig. Und dann hatte Nini so einen Koffer im Krankenhaus. Und dann hatte irgendwer sich gedacht, vielleicht legen wir diese Puppe mal in diesen Koffer. Und als Flora dann diesen Koffer aufmachen musste, hat sie sich zu Tode erschreckt. Und das war wirklich lustig. Das war wirklich richtig lustig. Das Lustige daran ist halt, dass es nicht nur einmal passiert ist, sondern zwar wir haben halt geprobt. Und bei der Probe hat halt irgendwie, ich glaube, jemand vom Kostüm die Puppe da reingelegt und ich sollte nur kurz proben, hab's aufgemacht, mich zu Tode erschreckt, und dann war Mittagspause, und nach der Mittagspause ist beim Dreh einfach genau dasselbe nochmal. Ich habe mich nochmal so erschrocken, ist ja nicht mehr normal. Ja. Coole Geschichte. Habt ihr noch ein bisschen mehr? Also gab es noch andere coole, kuriose Sachen? Oder vielleicht, wenn man das einen Satz nicht sagen konnte oder irgendwas anderes irgendwie mal, was so alltäglich klingt, aber dann nicht irgendwie hinbekommen habt oder so? Ja, weißt du noch, beim einmal dieser Satz nachsynchronisieren oder so musstest, beim Dreh vor dem Gefängnis?
Oh Gott. Oh Gott, ja, es gab irgendwie so einen Satz, ich weiß gerade nicht mehr, wer da war. Ich habe den einfach nicht hinbekommen oder der klang halt einfach nicht, also der klang nicht so, wie er sollte und ich habe es auch nicht besser hinbekommen. Und ich habe den, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich habe den bestimmt 100 Mal gesagt, auch im Synchron. Ich weiß ehrlich gesagt, das war auch ziemlich lustig. Oder wo doch immer mit dem Korken oder so. Es sind so viele lustige Sachen passiert, aber wenn es dann drauf ankommt, fallen die einem nicht mehr ein. Aber es gab auch so eine Szene, also da, wir wurden in einer Szene so mit Wasser überkippt und das war zwar in der Szene drin, aber es war auch so irgendwie so richtig, man lag da nur so und bei der Probe hat man immer nur so getan, als wenn das Wasser kommt, aber als es dann kam, es war so richtig kalt und was weiß ich und irgendwie, es war zwar eh in der Szene, deswegen ist es jetzt nicht so lustig, aber es war schon lustig. Aber, und einmal, da musste ich ihr auf den Fuß spucken und ich habe nie getroffen, ich musste ihr immer auf den Fuß spucken, irgendwer hat es dann, ich glaube, man hat es irgendwer anders gemacht, weil ich nie getroffen habe, auf ihren Fuß zu spucken, nicht mal von so einem Abstand und also es ist nicht so mein Talent, zu spucken. Ich habe aber auch nichts gesehen, ich habe auch gedacht, was gibt da zwei Einstellungen, ja. Wo du das zweimal spuckst, wo ist es denn? Also ich habe es irgendwie nicht gesehen im Film. Nee, ich habe nicht getroffen. Aber es war wirklich, sie hat nicht getroffen und dann, als die Einstellung nur auf die Füße war, war dann halt so jeder mal dran, war so, Danny, kannst du bitte mal probieren, bla, dann so der nächste, ja, probier du mal, niemand hat getroffen gefühlt und dann sollte ich sogar selber machen, habe selber auch nicht getroffen, weil einfach irgendwie niemand es hingekriegt hat, die Schuhe zu treffen. Ja. Die Schlussszene ist so unglaublich emotional. Ich will es, wie gesagt, nicht spoilern, aber wie gesagt, die hat mich komplett aus der Bahn geworfen, dass ich erstmal wirklich ein paar Minuten brauchte. Irgendwie so, okay, wo ist jetzt mein Kameramann? Ich bin jetzt hier draußen, was mache ich jetzt eigentlich hier? Wie war es, das zu drehen? Also wie oft musstet ihr es vielleicht machen? Und vor allen Dingen auch, wenn du dann auf Knopfdruck irgendwie weinen musst. Wie schafft ihr das? Also ich muss sogar sagen, dass dieser Drehtag ganz schön hart war, weil es war ja auf diesem Flugplatz und das war unfassbar heiß, es waren glaube ich 32 Grad und Flora musste dann auch hier auf die andere Seite vom Zaun und konnte irgendwie nicht rüber und also der Drehtag an sich war glaube ich ganz schön anstrengend und wir waren beide ziemlich fertig. Aber ja, ich glaube auch, wenn man dann so fertig ist und wenn man auch einfach nicht mehr kann, vielleicht bricht man dann innerlich auch ein bisschen zusammen und vielleicht kam dann auch daher das mit der Emotion und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist dann einfach von selber gekommen und eigene Gedanken und so. Außerdem, wir haben halt auch, wie gesagt, richtig lang mit unserem Coaching gehabt und sowas. Und dann hat sie uns halt auch so gesagt, dass es halt das Beste ist, wenn man so emotionale Szenen, ob sie jetzt richtig glücklich oder richtig traurig oder richtig wütend ist, einfach, man kann sich zwar in die Szene, soll man sich natürlich reinversetzen und so, aber das Einfachste und Beste ist, wenn man sich das wirklich mit Bildern von sich selbst verbindet, also wirklich in so einen Szenen, dann einfach an das Traurigste denkt, was einem je passiert ist und das dann halt in die Situation halt so rein interpretiert. Und das, also bei mir hat das echt gut funktioniert eigentlich, aber das Schwierige war halt, dass man es wirklich dann halt so oft hintereinander machen konnte, dass es halt manchmal einfach nicht mehr ging, so wenn man es einmal geschafft hat, dann beim zweiten Mal direkt danach nochmal und so und irgendwie ist es dann halt auch emotional, finde ich, total hart, wenn man wirklich das mit Bildern von sich selbst verbindet und so. Aber ich glaube, dadurch hat es dann funktioniert, aber es ist dann auch so, dass man sich halt in der Totalen jetzt nicht so die Mühe und so das emotionale Bild genommen hat, wie jetzt, wenn es eine Nahaufnahme ist oder so, weil man muss in so einem Tag, glaube ich, sich auch echt ein bisschen so die Energie der Emotionalität sparen. Ja. Einteilen halt. Ja. Super, vielen Dank für das tolle Interview. Meine Herren, also ich bin ganz sicher, von den beiden Mädels sehen wir noch viel in der nächsten Zukunft. Also Wahnsinn. Also ganz, ganz großes Kino. Hut ab. Chapeauchen. Dankeschön. Super, Dankeschön.